Zum Start dieser Woche in Brünn konnte ich nicht ahnen, was mir passieren solle. Geplant war eine Woche mit Instruktion meiner Schüler und wenn möglich auch ein paar eigene Runden inklusive Rennen für mich. Ich bin diese Woche, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, in Brünn in Tschechien. Das ist eine super Veranstaltung, die geht hier tatsächlich ganze 6 Tage von Montag bis Samstag. Wirklich ein tolles Event, permanente Open Pit Lane. Die Leute sind so cool drauf, keiner will hier übers Bein brechen, die fahren alle sehr vorsichtig aufeinander. Wirklich ein tolles Event. Bleibt dran, ich führe euch ein bisschen durch, schauen wir uns das Ganze an. Ich war jetzt hier gerade neben der Strecke, auf der technischen Strecke und habe natürlich ein paar richtig feine Slow-Motion-Videos gemacht. Darauf freute ich mich schon besonders, wieder endlich mal für mich einfach ein paar freie Runden abspulen zu können und auch mal wieder so richtig am Kabel zu ziehen. Weil der Raphael, der gibt mir seine niegelnagelneue BMW S1000 Doppel-R zum Testen. Schauen wir jetzt mal in die Box 14, was an und für sich auch meine Box ist, weil der Raphael ist nämlich mein Schüler vor 2 Tagen hier gewesen. Schauen wir mal, ob er da ist oder eventuell draußen ist. Sind Sie bereit? Ja? Ja, ich bin bereit. Ist bereit? Muss ich noch Sprit rein tun oder? Alles fertig. Oh, super. Reifen sind warm, kannst du loslegen. Der Raphael ist wirklich so nett und gibt mir die BMW. Ich schmeiß mich jetzt in den Kombi und dann fahren wir eine Runde. Habe ich erwähnt, dass ich 7 Tage im Stück Motorrad fahren muss? Ich konnte mir für die BMW einen ersten Eindruck verschaffen. Für einen genaueren Test gibt es aber dazu später in einem weiteren Video mehr. Wir ließen somit erstmal den Feierabend ausklingen, natürlich bei einem kleinen Bierchen. Heute geht's raus nochmal mit der Daniela. Die kennst du bestimmt schon, wenn du Mitglied bist, dann haben wir die Fußrasten eingestellt. Und mit Mike, mit der Ducati. Beides Ducati, Leute. In der Zwischenzeit passt der Fizzi auf die E1 auf. Das ist die Panigale von der Daniela. Das ist der Bulli. Daniela ist eigentlich meine Musterschülerin.
der bin ich ja so viel gefahren. Muss man auch mal dazu sagen. Bei Mike geht es halt um Schadensbegrenzung. Ja. Die Frage ist, von wem der Schaden wird begrenzt? Vom Motorrad oder von mir? Ja. Beides am besten. So, mittlerweile ist Ruhe eingekehrt. Ich mache jetzt mit meinen Schülern eine Streckenbegehung mit dem Fahrrad. Lass die Drohne nochmal hochstarten und wir müssen uns aber auch noch um ein sehr, sehr viel ernsteres Thema unterhalten. Was ich vorgestern hier in Brünn erlebt habe, habe ich in meinen 40.000 Kilometer Rennstrecke noch nie erlebt und darüber sollten wir uns wirklich ernsthaft unterhalten, damit dies so nie wieder passiert. Und im Endeffekt war das so, dass einen Fehler gemacht hat, einen fatalen, einen grundlegend sowas von verkehrten Fehler, was man grundlegend nie in keinster Weise, in keiner Situation macht. Und ich ärgere mich darüber, dass ich davon ausgegangen bin, dass man das wissen könnte. Denn was man auf keinen Fall macht, ist am Kurvenausgang außen zu überholen, wenn man nicht schnell genug ist. Denn das endet in der Regel immer mit einem Crash und in dem Fall hat es mit einem Crash geendet, den ich quasi von hinten beobachten musste und bin dadurch selber extrem in Gefahr gekommen. Seht es euch an. Und das war mein Risiko und derjenige, der verletzt worden ist, ist komplett unschuldig und er ist echt stark verletzt. Und das war vermutlich einer der schwersten Tage in meinen 40.000 Rennstreckenkilometern.